Let's play The Dark Mod bei Sofa Gaming. Und ich hau erstmal zu, weil ich so gefrustet bin. Ich habe gerade mit dem Kunan zusammen Minecraft aufgenommen. Und ich bin richtig, richtig froh, dass ich jetzt hier was machen kann, wo es einfach ruhig und gemütlich zugeht und ich nicht irgendwas komisch timen muss. Und ja, wer das sehen möchte, Let's Play Minecraft TPC Parcours bei uns auf dem Channel. Da gibt's mich mal einmal etwas frustrierter. Dagegen ist ja hier echt alles schön ruhig. Wir gehen jetzt erstmal in den blauen Saal oder in das blaue Zimmer. Wo es hier schon so schön leuchtet. Und wo jetzt hoffentlich mir keine Wache entgegenkommen wird. Nicht auf. Was ist denn hier abgegangen? Das sieht irgendwie hart nach Versuch von Voodoo oder so aus. Oder ist das hier der Hammer? Könnte auch der Hammer sein sollen. Church Dining Room, Bridge, Old Builder, Hammer. Joa. Könnte das tatsächlich sein? Dann müsste ich hier jetzt wieder in die Kirche gehen. Ist das korrekt? Wir schauen mal. Ich will was nehmen hiervon. Nicht wirklich. Ja, hier geht's wieder in die Kirche. Okay, das ist dann der alte Bilderhammer. Dem hier magische Fähigkeiten nachgesagt werden und wo die Dienerschaft so ein bisschen Geld ablegt, was wir gerade erstmal natürlich gemobst haben. Dann geht's hier zurück in Harkovs Chambers. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt hier links raus und gehen zum Blue Room. Wow, 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 wow. Da kommt wer? Aber da hinten raus zum Glück. Ne, der geht erstmal nach oben. Oh, oh, oh. Der zu der Wache geht. Ich hoffe mal nicht. Ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Hoffen wir, dass der mich nicht sieht. Und hoffe auch einfach mal, dass er die Wache da oben nicht gefunden hat oder findet, je nachdem, wo er lang geht. Ach, das war die Tür. Okay. Ja, wir sind wieder quasi vor dem Zimmer von dem Harkov. Wo ist dann hier... Rechts geht's dann in den Blue Room. Wo ja die Lady mit ihren zwei weiblichen Elite-Wachen am Start ist. Da ist eine davon. Und da sollen sich die anderen Wachen ja von fernhalten, hat er als Anweisung gegeben, damit es da keine toten Wachen gibt. Weil mit denen ist wohl nicht ganz gut Kirschen essen hier. Mal hinterher. Okay. Dreht sich natürlich leider nicht um. Ich will jetzt hoffentlich hier nicht durch mich durchlatschen. Ja. Schatten. Puh, geschafft. Wo geht es hier noch hoch? Nach draußen, denke ich mal, oder? Die Bridge. Was ist denn die Bridge? Ja, gehen wir erstmal hier oben lang.
Interessiert mich gerade mal. Hängt auf jeden Fall auch wieder ein Zettel dran. Okay. Geht im Frühling wieder auf, sagt er. Stay out. Ja, dann dürfen wir da wohl nicht hin. Also wäre quasi noch ein weiteres Stockwerk da. Ja. Ach, da kommt sie wieder an. Das sind ganz schön knappe Timings hier, aber nicht so frustrierend wie in Minecraft eben. Ganz kurz hier out of character gehen, darüber ablästern. Ja, warten wir mal kurz, bis die wieder zurückkommt. Hat die mich jetzt gesehen? Bestimmt nicht. Die kann mich jetzt ja nicht gesehen haben. Nee. Ja, komm, dreh dich wieder nach da hinten. Kommen irgendwie gerade die ganzen Wachen nach und nach durch. Noch gerade noch einer, oder? Nee, tatsächlich nicht. Doch. So geht's natürlich nicht, aber dass da er ganz unaufgeregt durch die Gegend geht, denke ich mal nicht, dass er. Bewusstlose Wache eben gefunden hat. Sonst dürfte der etwas aufgeregter sein. Wie geht's denn hier lang? Hier geht's nochmal nach oben. Okay, okay. Hier geht's nach draußen. Eigentlich wollte ich ja in den Keller, aber gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Tolles. Wir sind nicht in den Keller, sondern in die Katakomben möchte ich ganz gerne. Ja, hier ist mal nix. Ist das hier wieder Dachboden oder so? Flasche Wein gibt's hier. Da ist nichts drin. Vielleicht braucht man die Kerze für unten als Gegengewicht. Er hat ja gesagt, dass eine Kerze fehlen würde. Da hinten liegt noch was zum Lesen. Das gucke ich mir gerade erstmal an. Catacombs, okay. Ah ja. Da haben wir schon mal einen Teil einer Karte. Wer da wo irgendwie beerdigt ist, denke ich. Das dürfte sicherlich auch für die westlichen Katakomben geben. Jetzt doch nochmal runter in den blauen Raum. Ich muss irgendwie da reinkommen, denke ich. Da er abgeschlossen ist, vielleicht mit einem Dietrich. Wo habe ich meine Dietriche denn eigentlich? Oh mein Gott. Erstmal vor Schreck beklaut. Sehr gute Sache. Ich wusste nicht, dass hier einer reinkommen kann. Richtig übel. Aber das blöde Licht da oben kann ich ja nicht ausmachen. Ja, die wird jetzt schön in mich reinlaufen. Oder auch nicht.
Au. Okay, jetzt hat sie mich. Ich dachte eigentlich, sie hätte mich nicht entdeckt. Aber ich weiß jetzt, welche Dietrich passt. Schloss zu knacken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind Leute und die Lady ist hier und alles ist doof. Ja, das laden wir gerade nochmal neu und machen nochmal einen sauberen Versuch. Falsche Tür. Geh wieder zu, bitte. Wo ist der Dietrich, den ich brauche? Da. So, diesmal nicht versauen. Okay, offen ist. Na komm, geh schon weg. Räuspert sich nochmal. Okay, jetzt muss ich gerade mal kurz die gute Lady hier umprügeln. Die. Ich weiß nicht, ob man hier eine Chance hat, die irgendwie nicht umzuklatschen. Das sieht jetzt irgendwie ein bisschen pervers aus, was ich gerade mache. Das war nicht meine Intention. Knacken wir mal das hier. Okay. Die Juwelen geklaut. Hier noch ein Buch. Sie schreibt Tagebuch. Ah ja. Sie führt mehr so eine Kleinmädchenbeziehung mit ihren Wachen. Ja, aber das hat mir jetzt irgendwie nicht wirklich weitergeholfen. Dann gehen wir doch mal Richtung Bibliothek. Vielleicht finden wir da ja die andere Hälfte. Ihr wisst schon, was ich meine, der Karte der Katakomben. Da müssen wir irgendwo hier oben lang. Aber wir können erstmal den rechten Teil hier in dem oberen Stockwerk abhaken. Da haben wir nichts zu übersehen, hoffe ich mal. Es kann sein, dass hier irgendwo noch diese Goldlager sind, aber die sind mir jetzt eigentlich egal, weil ich habe meine Goldvorgabe mehr als erfüllt. Und jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne mich erstmal den Nebenaufgaben widmen. Das heißt, den Schädel finden.
Hier müsste es nach oben gehen. In die Bibliothek. Glaube ich. Mittlerweile habe ich so viel Zeug hier dabei. Ja, hier ist die Bibliothek auf jeden Fall. Darunter geht es in den S-Raum. Was steht hier dran? Okay, ja, Lieutenant Trumbull wird die Regeln durchsetzen. Wenn Bücher nicht zurückgegeben werden, dem würde ich mich auch ehrlich gesagt ungern anlegen, was ich so bisher bei denen gelesen habe. Was ist hier denn so hell? Ach, da oben ist eine Lampe. Hier liegen noch ein paar Wertsachen rum. Okay, okay. Aber keine Bücher, keine Karte. Da unten könnte natürlich noch was sein. Wenn ich jetzt einfach so runterspringe, fällt das, glaube ich, schon auf. Das machen wir mal nicht. Sondern wir gehen hier den ganz normalen Weg. Ja, muss das eigentlich immer so hell sein hier? Aber es ist echt mega krass, wie groß dieses Haus noch geworden ist. Ich dachte, es wäre viel, viel kleiner, als ich da unten im Keller war. Vor allem bin ich jetzt gerade schon wieder in einem ganz anderen Raum, als ich eigentlich sein wollte. Speisenaufzug. Ach, das ist wohl der Dining Room, wo wir jetzt hier sind. Fenster, wo man sich verstecken kann. Ja. Er hatte ja keine Lust auf Aal. Deswegen hat der gute Lord Harkov sich ja verdrückt. Und schreibt Isabella, dass es ihm schrecklich leid tut. Und dass sie schon mal ohne ihn essen soll. Er so schrecklich verhindert ist. Dringende Geschäfte. Aber die Isabella nimmt gerade eh ihren Schönheitsschlaf zu sich. Da habe ich ja für gesorgt. Oh, 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 die Küchendame. What? Nix, nix, nix. Keep your weapon ready. There's someone sneaking. Ja, die hat mich mal 1A gesehen, weil ich in sie reingelaufen bin. Nicht so geil, die Aktion. Schnell die Sachen nochmal mitnehmen, das nochmal durchlesen. Alles abgreifen. Nicht zum Glück her springen. Und dann nichts wie raus hier. So. Ich hoffe mal, dass die mich hier jetzt nicht sieht. Und auch der andere Typ, der noch hier rumlief, einen anderen Weg nimmt, um mich rum irgendwie. Wäre ganz nett. Das ist die zweite Wache. Ich hoffe, die dreht jetzt um. Ah, da hätte ich den Key für ihr Zimmer bekommen, oben. Das ist die zweite Wache der Lady Isabella. Die checkt hier wohl, dass alles hier unten seinen vernünftigen, geordneten Gang nimmt. Ah ja, hier ist das Lesezimmer. Ja, okay, das ist dieselbe Anweisung wie oben. Trumbull wird die durchsetzen. Ich hab meine nirgendwo seine Ruhe. Krass, überall einer rauskommt. Ja, das war's erstmal wieder für die Folge. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dann.